Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Hyrule Warriors hier beim Twilight Princess DLC. Seit dem letzten Mal habe ich wieder einiges nachgeholt, nämlich in dieser Mission hier habe ich den A-Rang nachgeholt. In dieser Mission habe ich den A-Rang nachgeholt. In dieser Mission habe ich den A-Rang nachgeholt. In dieser Mission habe ich den A-Rang nachgeholt. Und in dieser Mission habe ich den A-Rang nachgeholt. Ja, in 5 Missionen den A-Rang nachgeholt. Und ich möchte hier links unten jetzt weitermachen. Da habe ich aber ein Problem gesehen, denn diese Mission hier, um hier weiter nach vorne kommen zu können, müssen wir diese Mission machen. Aber das ist ja diese ultra-mega-Bock-Schwere mit Ganondorf, wo wir am Ende gegen die Girahims kämpfen müssen. Und die können wir jetzt noch nicht machen, das sind wir viel zu schwach. Und die Mission hier führt noch weiter, nach links und nach unten. Die möchte ich aber noch nicht machen, denn das scheint die finale Mission dieses DLCs zu sein. Deswegen möchte ich die ganz am Ende machen. Ich möchte aber trotzdem hier links unten weitermachen. Deswegen benutzen wir jetzt mal das Portal. Eines unserer Portale ist sinnvoll. Und arbeiten uns jetzt von links heran an diese Ecke hier. Und deswegen möchte ich jetzt diese Mission in diesem Part machen. Oder? Ne, möchte ich nicht. Blödsinn. Hier brauchen wir was zum Graben. Ne, sorry. Dann möchte ich das nicht. Dann, Moment, welche Mission wollte ich machen? Moment, das passt jetzt nicht in meinen Plan. Okay, dann machen wir es andersrum. Ich habe das eigentlich andersrum geplant, aber ich bin schon wieder verwirrt. In diesem Part machen wir es andersrum, wie sonst immer. Wir beginnen mal mit einer Einzelschlacht. Ich möchte nämlich diese Mission hier machen. Hier müssen wir erstmal unseren Strahlentau benutzen. So. Ich will die Mission hauptsächlich deswegen jetzt machen, weil wir hier Grabklauen bekommen. Ich habe nämlich offscreen keine Grabklauen mehr geholt. Hätte ich mal machen sollen vielleicht. Aber das machen wir jetzt einfach. Das ist nämlich eine geteilte Leitmission mit Zanto gegen Agnetas. Und dann legen wir doch einfach mal los. Stufe 5 war es, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe gerade eben. Müssten wir aber eigentlich hinkriegen, weil Finsternis wird auch empfohlen. Deswegen könnten wir das vielleicht hoffentlich schon schaffen. Oh Gott, wo waren wir denn hier? Oh, ich habe keine Ahnung, hey. Ich weiß es nicht mehr. Wir lassen das jetzt mal für diesen Part sein, die ganzen Tränke, weil ich weiß es nicht mehr. Was wir beim letzten Part genommen haben. Ich werde es dann bis zum nächsten Part nachschauen und dann hoffentlich wissen. Und der hat Finsternis noch gar nicht voll. Das ist interessant. Das machen wir mal schnell. So. Sonst hier Spezialangriff. Ja, wir können mal die dritte voll machen. So. Und sonst Hilfsmedaillen können wir mal Power-Up-Bogen voll machen. Und das reicht jetzt aber. Okay. Dann mal los. Wir nehmen diese hier, glaube ich, ja. Er hat noch keine Stufe 3 5-Sterne-Waffe. Da bräuchte er jetzt langsam mal eine, aber irgendwie nicht. Finden wir einfach keine. Ich meine, ist jetzt nicht so schlimm. Das macht nur den Unterschied von wie viel Angriff? Also die mit 5 Sternen hat 420. Und wie viel hatte die jetzt? Die hat 392. Ein Unterschied von 28, ja. Ist jetzt nicht so tragisch. Also das passt schon. Gut. Also 2 Dunkel-Agnetas, also insgesamt am Ende 4 Dunkel-Agnetas, die wir besiegen müssen. Das wird jetzt, glaube ich, gar nicht so einfach, weil Zanto relativ langsame Angriffe immer hat. Und ich muss da ein bisschen vorsichtiger spielen als normalerweise, weil sonst haue ich ja einfach immer drauf. Vielleicht ist es auch gar nicht verkehrt, hier mit Spezialattacken oder Magieattacken anzugreifen. Was hat er denn? Hat er einen Force-Kristall? Magie, ja, ist auch gut. Ja, nehmen wir Magie. Und kabam. Was soll ich da jetzt machen? Soll ich nur auf sie gehen oder auch auf die kleinen Gegner? Ich glaube, ich gehe erstmal nur auf sie, bis es sich aufteilt. Nämlich jetzt. Und jetzt mache ich mal schnell 1, 2, 3, 4, 5. So. Und kill mal hier ein paar Gegner. So. Und zack, und zack, und zack, und zack, und zack, und zack. Reicht. Kabam. 98 Kills schon, sehr schön. Dann will ich die beiden jetzt noch so lange verprügeln, bis die sich auch wieder aufteilen. Das wäre ganz schön. Jetzt ist aber die andere da. Eieieiei, okay, jetzt ist gerade hier ein bisschen viel los. Ich weiß nicht, wie viel Schaden die mir machen können. Da habe ich ein bisschen Angst davor. Ich möchte auch jetzt nicht A drücken selber, sondern ich möchte das automatisch machen lassen, dass ich die auch wirklich alle dann treffen kann. Das sind mir jetzt gerade ein bisschen zu viele irgendwie. Also ich hoffe jetzt dann fast schon, dass meine Magie dann gleich abläuft und die ersten 4 vielleicht schon sterben, die nur noch wenig Leben haben, damit ich es dann nur noch mit einer zu tun habe und nicht mehr mit so vielen, weil das ist natürlich ziemlich riskant, was ich hier mache. So, in die Mitte stellen und Bauchplatscher. Kabam! Okay, sind die ganzen anderen besiegt? Ich glaube schon, oder?
Ja, teilweise. Eine von denen lebt noch. Nee, scheiße, die lebt doch noch. Ja, okay, dann ist es so halb aufgegangen. Aber wir haben hier Power-Up-Bomben. Damit müssen wir jetzt auf jeden Fall die mit wenig Leben kaputt kriegen. Genau, die eine ist schon gestorben. Und die andere, glaube ich, auch. Genau, jetzt haben wir nur noch zwei Dunkel-Agnetas, nämlich die andere, die vorhin hergekommen ist. Und jetzt haben wir auch viel Spezialangriff und den können wir jetzt eigentlich raushauen. Wir haben ja jetzt drei Leisten. Und damit müssen wir das jetzt eigentlich hinbekommen, weil ich glaube, ein Spezialangriff zieht auch relativ viel ab. Ja, doch. Okay, also die eine hat sich schon aufgeteilt, die andere noch nicht. Das möchte ich jetzt ganz gerne erreichen. Deswegen mache ich jetzt schnell meinen Wirbler. Ich möchte die natürlich auch treffen. Wo ist sie denn? Jetzt habe ich die nicht getroffen, oder? Oder habe ich sie getroffen? Ich glaube, gerade die, die ich treffen wollte, habe ich jetzt nicht erwischt. Oder? Jetzt sind es nur noch drei. Jetzt, okay. Jetzt sind es vier. Alles klar. So, wo ist die vierte? Die ist doch hier irgendwo. Da, genau. Ich möchte sie jetzt alle auf einen Punkt bringen und dann eine Spezialattacke machen und sie natürlich alle treffen, im besten Fall. Aber jetzt ist da hinten wieder eine kleben geblieben. Boah, wie mich das immer aufregt, wenn die immer nie herkommen. Gott verdammt. Kommt. Warum steht die da? Die macht gar nichts. Die steht nur rum. Was zum Teufel? So, Spezialangriff. Ich treffe, glaube ich, zumindest drei von ihnen. Das ist aber auch okay. Und zack. Das tötet sie aber noch nicht ganz. Aber das ist nicht so schlimm. Denn wir haben ja nochmal zweimal einen Spezialangriff. Also ich gehe jetzt wirklich hier auf Sicherheit. Weil ich will gar nicht wissen, wie viel die mir abziehen. Weil ich vermute mal, es ist relativ viel. Und jetzt werden schon einige von ihnen sterben. So. Bam. Level up. Ja, okay, eine ist gestorben. Aber wir haben wieder drei volle Spezialangriffsleisten durch das Level up. Und jetzt werden sie, glaube ich, alle sterben. Oder? Kabam! Ja, geschafft. Gut. Das war sehr einfach. Also selbst auf Stufe 5 sind diese Missionen mit gleicher Schmerz... Ne, Blödsinn, nicht gleicher Schmerz für alle. Geteiltes Leid, so heißen sie. Selbst auf Stufe 5 sind die Missionen echt noch relativ einfach. Und sie sind halt auch wirklich total cool, weil man verdammt viele Erfahrungspunkte kriegt, verdammt viele Materialien, verdammt viele Waffen. Also diese Missionen sind echt perfekt eigentlich. Und es geht in kürzester Zeit, schafft man das. Also das ist auch heftig. Die Einzelschlacht, die Mission hier, die ging jetzt ratzfatz. Also wirklich total schnell. Und deswegen sind die Missionen auch so super. Und vor allem, weil die ja oftmals zwei Materialien gleichzeitig geben, die Agnetas oder allgemein die Charaktere. Also das ist echt sowas von super. Und jetzt, wo wir die Grabklauen haben, können wir dann die andere Mission machen, die ich ja eigentlich schon am Anfang des Parts machen wollte, was ich aber ja verkackt habe. Also ich habe irgendwie echt gedacht, dass wir die schon machen könnten, aber habe ich irgendwie verpeilt. Ich denke mir ja immer kurz vor dem Part, schaue ich mir die Map immer kurz an und denke mir, was wir jetzt in diesem Part machen könnten am schlauesten. Aber irgendwie habe ich das wohl, ja, verdrängt, dass wir keine Grabklauen haben. Ich habe keine Ahnung. Jetzt haben wir sie auf jeden Fall und können die Mission hier machen. Also ich wollte die Mission hier mit den Grabklauen eh noch machen in diesem Part auch, aber erst am Ende in der zweiten Hälfte. Und jetzt haben wir es halt andersrum gemacht. Aber ist ja nicht so tragisch, denke ich. So, Grabklauen benutzen wir mal. Und dann kriegen wir, ich glaube für Sia war es, genau, für Sia kriegen wir das Kostüm. Wir sollten aber Impa nehmen, weil sie ein Herz teilfinden kann. Das ist eine Schlacht der treulosen Truppen Stufe 6. Wird also wahrscheinlich nicht ganz einfach. Aber wir gucken mal. Ja, Trankladen, keine Ahnung. Medaillenschmiede hat sich sogar schon voll. Okay. Verteidigung bringt nichts, weil nichts empfohlen wird. Ja gut, das hat wahrscheinlich die Mission gerade eben auch etwas einfacher gemacht, dass Finsternis empfohlen wurde. Aber hier wird ja wieder mal nichts empfohlen. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich nehmen soll. Also ich finde beide Waffen von ihr okay. Aber ich weiß nicht. Also ich mag die Nagita, oder Naginata heißt sie eigentlich, das sage ich ja immer falsch. Für mich heißt das Teil Nagita. Aber ne, wir nehmen jetzt mal wieder das Großschwert, weil ich habe das Gefühl, die Naginata, whatever, haben wir in letzter Zeit öfter gehabt als das Großschwert. Deswegen nehmen wir jetzt mal wieder das Großschwert. Und ja, es tut mir wirklich leid, dass ich das immer falsch sage. Für mich heißt dieses Teil einfach Nagita. Ich finde, das klingt auch viel besser als Naginata. Und auch wenn es eigentlich Naginata heißt, das ist mir völlig wurscht. Ich nenne das Teil Nagita. Fertig. Punkt aus. So, ich sehe gleich mal vor mir eine Fee und hier einen Haufen Gegner. Warum sind da Goronen? Und warum gehören die Goronen... Was? Warum kämpfen Goronen auf Seite von Moblins und Exalfossen? Das macht keinen Sinn, aber okay. Oh Gott. Okay, das ist wieder ein Starker. Der hält aber auch gar nicht mal so arg aus. Also allein durch unsere
normalen Schläge können wir dem schon relativ viel Schaden machen und das müsste jetzt auch ziemlich viel abziehen. Oder? Ja? Okay, cool. Ich muss auch viel hier auf Spezialattacken setzen, weil die Spezialattacke mit dem Großschwert ist ja auch ganz cool. Die ist zwar nicht ganz so gut wie die mit der Naginata. Oder, jetzt habe ich sogar Naginata gesagt. Ich habe keine Ahnung, ich sag's mal so. Ist ja auch egal. Also die mit der Naginata ist besser, die Spezialattacke. Aber das vom Großschwert ist schon auch ganz okay. Und ich weiß, ich mache schon wieder was komplett anderes als das, was ich eigentlich machen muss. Aber das ist am Anfang immer so. Das machen die aber auch immer mit Absicht, weil dass sie bei solchen Missionen, bei so Abenteuerschlachten, einen immer direkt vor Gegnern rauslassen, die man aber eigentlich gar nicht unbedingt besiegen muss. Aber die lassen einen halt immer vor den Gegnern raus, dass der Spieler irgendwie ja fast schon gezwungen wird, die zu töten. Weil man denkt sich als Spieler natürlich, hey, vor mir sind Gegner, die bringe ich doch mal alle um. Aber stattdessen muss man eigentlich wieder mal was komplett anderes machen. Aslana wirbt wieder ab. Moment, dann muss ich mich da kurz drum kümmern. Ja. Ich möchte ungern, dass jetzt allzu viele von meinen Truppen überlaufen. Und Belagerer gibt es jetzt auch, okay. Und es sind eh schon wieder drei Parteien hier auf dem Schlachtfeld, deswegen gefällt mir das nicht so wirklich. Und jetzt weiß ich auch, was das mit den Goronen auf sich hat. Die kämpfen gar nicht auf das... Oder doch, kämpfen sie? Warum? Seit wann kämpfen denn Goronen und Exalfosse auf derselben Seite? Das macht keinen Sinn. Und warum hält Lana so viel aus? Das gefällt mir auch nicht. Wie viel machen wir mit einer... mit einem Schwachpunkt, Anzeigen, Abzugsangriff, whatever. Ja, habe ich jetzt nicht gesehen. Ich hätte die 1er-Kombo machen sollen. Das wäre wahrscheinlich schlauer gewesen. Greif mal an. Greif an, okay. So, wie viel zieht es ab? Ich glaube nicht viel. Oh Gott, ich habe jetzt keine Lust, Lana zu besiegen. Aber ich will nicht, dass die meine Truppen für sich nimmt. Mann, ist das wieder nervig hier. Also die Gegner, die ganz normalen Gegner, nehmen sogar einigermaßen den Schaden. Also so einigermaßen zumindest, aber Lana nicht. Und ich habe jetzt auch keinen Bock. Nein. Und da ist ein Exalfos und der Belagerer, okay. Aber der Belagerer... Moment, wo will der hin? Der ist doch jetzt gerade hier, oder? Achso, die gehört ja noch mir, die Zentralkammer, deswegen. Und der Exalfos hält aber überhaupt nichts aus. Also eine Spezialattacke und der ist schon fast tot. Wow. Okay, also das ist ein ziemlicher Versager. Ja, und ich sollte den Belagerer wahrscheinlich töten. Das ist ein Aralfos. Also wir treffen hier auch die verschiedensten Gegnerklassen. Das ist auch sehr interessant. So, komm mal runter. Ja, ja, ich bin ja schon dabei. Zack. Wie viel zieht das ab? Ja, ganz okay. Noch eine Spezialattacke hinterher. Und kabam. Und er ist noch nicht ganz tot. Aber lange wird er auf jeden Fall nicht mehr aushalten. Das verspreche ich ihm. Was zum Teufel? Wovon wurde ich getroffen? Und warum zieht mir das schon wieder 3¼ Herzen ab? Das ist viel zu viel. Mann, man nimmt immer so viel Schaden in den ganzen Missionen hier. In allen Missionen vom Twilight Princess DLC. Das ist schlimm. Das ist echt schlimm. Man nimmt viel zu viel Schaden hier. Nein, treff den, treff den, treff den. Okay. Was muss ich eigentlich machen? Besiege alle feindlichen Hauptleute, okay. Ich bin ja schon wieder ein bisschen verwirrt, weil wieder viel zu viel los ist. Es gibt übergelaufene Truppen, es gibt Belagerer, es gibt alles in dieser Mission wieder. Mann. Der andere lebt immer noch. Will der jetzt mal abkratzen eigentlich? Will der jetzt mal abkratzen? Jetzt habe ich den nicht getroffen. Ja, okay, stirb. Sehr schön. So, und da ist Lana. Ja, was mache ich denn jetzt mit Lana? Ich muss die erstmal in Ruhe lassen, weil ich habe... Oh Gott. Hier sind viel... Was ist denn hier los? Da sind jetzt überhaupt überall meine übergelaufenen Truppen. Mann. Hier ist viel zu viel los. Ernsthaft? Ja, komm, dann soll die Zentralkammer halt jetzt fallen. Und dann hole ich sie mir vielleicht gleich wieder zurück. Oder so. So, sie ist gefallen, okay. Spezialangriff. Ich bin halt nur in dieser einen Festung. Und versuche hier irgendwie so viele Gegner wie möglich zu besiegen, aber ich komme zu nichts. Und der Festungskommandant hält doch viel aus, okay. Dann ist die Mission doch nicht so einfach, oder wie? Keine Ahnung. Spezialangriff, der nicht ganz so trifft, wo ich wollte, aber ja, 45 Kills trotzdem, das ist okay. Und die Einheit von dem Honk wurde zerschlagen. Das möchte ich vielleicht noch ganz gern machen, dass ich die ganzen Hyrule-Leute hier umbringe, damit die ganzen Truppen oder Einheiten von denen zerschlagen werden. Und zack, okay. Damit die Zentralkammer so ein bisschen länger durchhält, also sie wird nicht lange durchhalten, aber so ein bisschen länger zumindest. Okay, jetzt reicht's aber, jetzt gehen wir woanders hin. Ach ja, ich habe ein extrem ungutes Gefühl bei dieser Mission.
Das wird auch... Wo muss ich eigentlich hin? Ich habe keine Ahnung. Ich bin völlig verwirrt mit dieser Mission. Ich muss eigentlich nach unten zu dem anderen Hauptmann, ist mir schon klar. Ich habe nur gerade überlegt, wir müssen ja noch ein Herzteil für Impa finden. Will er mich verarschen? Jetzt bin ich wurde ich beim Durchlaufen von einem so Schwachmaten getroffen und der hat mir drei Herzen oder so abgezogen. What the fuck? Warum nimmt man in diesen Missionen immer so viel Schaden? Das ist voll unfair. Ja, uns fehlt noch ein Herzteil. Und ich habe überlegt, ob das in der Festung mit der Magiebarriere ist. Also direkt unter uns gerade, aber... oh Gott, jetzt will ich schon wieder meine Truppen. Aber ich glaube ehrlich gesagt sogar nicht. Weil ich habe mittlerweile gelernt, dass es meistens so ist, dass in Festungen mit einer Elementarbarriere meistens nur entweder ein Schlüssel oder ein Herzcontainer ist. Niemals aber ein Herzteil. Also ist mir zumindest bisher immer aufgefallen. Und Lana ist so unendlich nervig. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gegen die kämpfen sollte oder nicht. Die will halt die ganze Zeit mal... Ja, natürlich. Da seht ihr, die schnappt sich immer meine Truppen. Mann, das ist so unfair. Und dann steigt auch noch die Moral von denen. Was soll denn der Scheiß? Das ist so gemein. Oh, Mann. Gib mal einen Trank her. Für ein paar Spezialangriffe. Lass mich in Ruhe. Ja, das war natürlich fair. Das war natürlich fair. Da trinke ich einen Trank. Und währenddessen greift die Blöde mich an. Das war natürlich voll fair, Lana. Was hätte ich da jetzt machen? Das ist so... Ah! Ja, also die Mission werde ich auch wieder nachspielen müssen. Weil die schaffen wir ja nicht mit einem A-Rang. Auf gar keinen Fall. Das kriegt Wenn dann wieder nur Link hin. Toll. Also ich habe echt das Gefühl, dass die erwarten, dass man hier mit jedem Charakter mittlerweile für den DLC auf Level 100 ist oder so. Aber das kann doch nicht deren Ernst sein. Das können die doch nicht erwarten. Na ganz ehrlich. Ja, ist mir jetzt egal. Das ist ja eh schon kein A-Rang mehr. Und das Kostüm kriegen wir ja sowieso. Und den A-Rang muss ich halt wieder nachholen. Also ich verstehe das echt nicht, wie die das hier meinen. Ob die wirklich von einem verlangen, dass man jeden irgendwie auf Level 100 hat. Ist hier ein Herzkrug? Nee, toll. Boah, hier sind so viele Gegner. Hier sind viel zu viele Gegner. Was soll denn das? Spezialangriff. Ich werde jetzt gleich nochmal meinen Trank trinken. Jetzt müsste ich ein bisschen sicherer sein. So. Einerseits, um den Spezialangriff wieder aufzufüllen und natürlich auch für meine Herzen. Also wenn die Herzen in einer Mission zum Problem werden, dann läuft irgendwas schief. So, also Lana ist gleich tot. Ich benutze jetzt nochmal eine Spezialattacke, um sie auch sicher zu töten. Oder ja, nicht ganz zu töten, aber um halt ein bisschen leichter ihre Leben abzuziehen. So, stimmt jetzt endlich. Kratz ab. Okay, danke. Level up, sehr schön. Dadurch werden wir wieder geheilt. Den bringen wir noch schnell um. So. Kann ich eigentlich schon zum feindlichen Hauptquartier? Ja, kann ich. Ich muss wieder beide kaputt machen. Das Problem ist aber halt, dass wir noch das Herzteil eben finden müssen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so schlau war, vom Hauptquartier wegzugehen. Weil das sind auch relativ viele rote Punkte. Aber ich hoffe mal, dass meine Leute da... Oh mein Gott. Die sterben nicht mal durch eine so eine Combo. Habt ihr das gerade gesehen? Ich habe die Combo hier gemacht. Und kein einziger hier ist gestorben. Kein einziger. What the fuck? Oh mein Gott. Was soll denn das? Machen wir mal die andere Attacke. Die hier. Ihre stärkste Combo. Oder die... Ja, nicht die späteste, sage ich jetzt mal. Die ist eigentlich auch ganz okay. Die sollte ich öfter machen, aber denke ich irgendwie nie dran. Aber ja, gegen... Ja, die ist zwar relativ stark und so, aber gegen viele kleine Gegner ist die jetzt auch nicht so mega Bombe. Vielleicht hätte ich doch die Nagita nehmen sollen. Keine Ahnung. Und da unten ist einer in Gefahr. Okay. Meinem Hauptquartier geht es aber wieder gut. Da waren gerade eben noch relativ viele rote Punkte, aber jetzt ist da fast alles wieder blau. Das ist ganz schön. Und hier kriegen wir aber leider nichts. Ja, das ist jetzt sehr ärgerlich. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass es in der Festung hier ist. Ich werde da jetzt kurz reinrennen, um meinem Hyrule-Hauptmann zu helfen. Aber dann gehe ich auch schon wieder raus. So. Achso, da ist das feindliche Hauptquartier. Da will ich... Ja, obwohl doch, wir können den eigentlich mal kurz kalt machen, wenn wir schon hier sind. Müssen wir ja eh machen. Und die Mission ist ja noch nicht vorbei, wenn wir jetzt hier Ganondorf besiegen. Sie ist ja erst... Oh Gott, der nimmt auch überhaupt keinen Schaden. Die ist ja erst vorbei, wenn... hier... Wenn der Gelbe auch besiegt ist. Boah, Gott.
Das ist so nervig. Wie mich das immer aufregt, wenn die feindlichen Feldmarschälle überhaupt keinen Schaden nehmen. Das ist so nervig. Es gibt nichts Nervigeres. Da bin ich auch immer die ganze Zeit am Überlegen, ob ich schneiden soll, weil das halt echt jetzt ziemlich langweilig ist. Ich meine, wir müssen dem jetzt, keine Ahnung, 10-mal oder so vielleicht seinen Schwachpunkt abziehen und dann stirbt er. Also noch öfter sogar wahrscheinlich. Wahrscheinlich 15, 20 Mal oder so. Und das ist natürlich ultra nervig. Ja, zeitlich ist es eh egal, weil wir kriegen ja keine Ahnung mehr. Und ja, deswegen würde ich wirklich vorschlagen, dass ich das jetzt wieder schnell schneide. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn Ganondorf nur noch wenige Leben hat. Bis gleich. Okay, wieder zurück. Einmal noch, wenn wir ihm seinen Schwachpunkt abziehen, dann ist er besiegt. Oder wir können eigentlich mal eine Spezialattacke machen, weil das müsste ihn eigentlich auch killen. Ja, natürlich. Natürlich, jetzt stirbt halt endlich. Okay. Gut, Ganondorf ist besiegt. Dann müssen wir nur noch den anderen killen und eben noch das Herzteil finden. Also, ich glaube immer noch an meine Theorie, dass es nicht unten in der Festung ist. Es wäre zwar eigentlich offensichtlich, könnte man denken. Ah, die ist schon fast übernommen worden, cool. Ist offensichtlich, könnte man denken, weil diese Festung am schwierigsten zu übernehmen ist, weil man sich erstmal ein Element holen muss. Aber nee, da sind immer nur Herzcontainer drin oder halt Schlüssel. Aber Herz, ich glaube, wir hatten noch nie ein Herzteil, das in einer Elementarfestung war. Wirklich noch nie. Und ich wüsste nicht, warum sie das ändern sollten. Vielleicht machen sie das hier wegen dem Twilight Princess DLC, dass sie es ändern. Aber normalerweise ist es wirklich so, dass es nicht der Fall ist. Und, ja gut, also normalerweise würde ich auch sagen, dass hier... Oh nee, mein Hauptquartier. Ja gut, ich muss zurück. Normalerweise würde ich auch sagen, dass da in der Festung, wo wir jetzt gerade waren, die Nordfestung oder wie die hieß, dass da auch das Herzteil nicht sein kann, weil er ja schon die Fee ist und weil es niemals in einer Festung mit Fee auch noch eine Truhe geben kann. Aber wir wissen ja, dass es beim Twilight Princess DLC schon so ist, dass es durchaus eine Truhe in einer Festung mit einer Fee geben kann, was eigentlich ein bisschen ungewöhnlich ist, weil das war davor noch nie so, aber hier geht's auf jeden Fall. Ja, und hier sind relativ viele Gegner, deswegen ganz gut, dass ich hierher gekommen bin. Mal eine Spezialattacke. Zack. Ich treffe den... Doch, ich habe den Aralfus getroffen. Wow. Die hat echt eine gute Reichweite, die Attacke. Das muss man schon sagen. So, noch ein Spezialangriff. Und zack. Okay, dann müsste wieder einigermaßen safe sein. Und da war noch ein Forstteil, stimmt's? Ja. Und sogar ein voller, cool. Ja, den Vorposten... Warum haben sich eigentlich meine Leute noch nicht den Vorposten gekrallt? Der ist hier direkt vor ihrem Hauptquartier. Und die kommen nicht auf die Idee, 2 Zentimeter aus dem Hauptquartier rauszugehen, um den Vorposten zu übernehmen. Naja. Okay. Dann gehen wir jetzt hier nach links. Da ist auch noch ein blinkender Punkt. Keine Ahnung, was das für einer ist. Es ist ein Magie-Dieb, okay. Ja, ich habe eh keine Magie, deswegen ist mir das völlig egal. Kann er ruhig machen. So, zack. Ja, ich kann auch jetzt nebenzu so ein bisschen auf den gehen vielleicht. Der hält ja viel aus. Ja, hält er. Bisschen nervig, aber wie viel Schaden nimmt er da? Mehr? Weniger? Ja, geht so. Wir machen mal einen Spezialangriff, weil das mir ein bisschen zu nervig. Und zack. Sehr schön. Okay. Ist hier vielleicht das Herzteil? Komm schon, bitte. Ich will nicht mehr suchen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und... stirb und wir kriegen nichts. Ist das nervig. Aber die Zentralkammer müssen wir ja nicht mehr übernehmen, denn das haben wir ja schon mal getan und da gab es aber nichts. Also eigentlich die letzte wirkliche Hoffnung ist jetzt tatsächlich hier die Nordfestung. Nordwestfestung heißt es, sorry. Die Nordwestfestung, denn... Ja, ich... Also es kann zwar sein, dass in einer Festung mit einer Fee auch eine Truhe ist, aber ich glaube nicht, dass sie da ein Herzteil verstecken würden. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Aber es würde mich echt wundern, wenn in dieser einen Festung mit Magiebarriere, wenn da etwas wäre, weil das war noch nie so. Und warum soll es jetzt so sein? Komm schon. Aha! Seht ihr? Seht ihr? Ich hab's euch gesagt! Ich hab's euch gesagt! Es ist niemals ein Herzteil in einer Festung mit einer Elementarbarriere. Es ist einfach so. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. In Festungen mit Elementarbarrieren, wenn da etwas ist, dann ist da immer... Ja, natürlich. Dann ist da immer nur entweder Herzcontainer oder ein Schlüssel.
aber niemals ein Herzteil. Es ist einfach so. Gut, dann habe ich mich jetzt hier doch nicht ganz so blamiert. ja gut, rein vom Skill her habe ich mich blamiert, das ist richtig. Aber ey, komm, die Mission ist auch echt ein bisschen schwierig, oder? Finde ich. Boah, hier sind so viele Gegner. Ich will da jetzt einmal eine Spezialattacke reinsemmeln. Einfach so, weil es Spaß macht. Zack. Ja, aber ich habe jetzt keinen Bock, die Festung zu übernehmen. Ist ja auch egal. Ich wollte einfach nur mal eine Spezialattacke da reinhauen. So, der feindliche Feldmarschall hier ist, glaube ich, Zelda, genau. Nimmt die denn mehr Schaden? Okay, sie hat schon ein bisschen Schaden genommen. Aber sie nimmt nicht mehr Schaden. Greif mal an. Wie viel Schaden macht das? Muss ich jetzt hier etwa schon wieder schneiden, oder wie? Jetzt greif halt mal an. Genau. Was macht sie? Was zum Teufel? Was hat die jetzt gemacht? Die ist nur rumgestanden. Jetzt greif halt mal an, du blöde Kuh. Du blöde Kuh, greif an. Okay. So, komm her. Wie viel Schaden macht das? Wahrscheinlich genauso viel wie bei Ganondorf. Ja. Oder sogar noch weniger? Ne, ich glaube genauso viel. Ja. Tut mir leid, aber ist einfach zu langweilig. Deswegen, ja, schneiden wir das. Bis gleich. So, auch Zelda ist gleich besiegt. Noch ein Spezialangriff und dann noch ein paar Mal draufhauen und dann war's das. Ja, also echt eine, wieder mal, ultra, ultra schwierige Mission, wo ich keine Ahnung habe, wie man hier ohne einen Level 100 Charakter einen A-Rang kriegen soll. Ich weiß es nicht. Also, die Missionen sind hier teilweise echt richtig übertrieben. Das ist schlimm. Aber ich glaube, das erwarten die teilweise auch wirklich, dass man halt einen Charakter hat, mit dem man richtig gut ist. Und dass man den halt auf Level 100 hat. Und der dann auch immer die A-Ringe nachholt. Und mit den anderen Charakteren holt man halt nur immer deren Herzteile, Herzcontainer oder eben Kostüme. Und die A-Ringe aber mit seinem besten Charakter, der dann eben auf Level 100 ist. Ich glaube, das erwarten die wirklich so, weil in der Mission jetzt hier mit unserer Impa, so wie sie jetzt war, auf Level, was war sie jetzt, 70 glaube ich, da einen A-Rang, nee, das kann nicht gehen. Weder vom Zeitlichen, noch vom Schaden, noch von irgendwas, das kann nicht funktionieren. Also keine Ahnung, was sie da wieder geraucht haben, die lieben Entwickler, an C-Rang. Aber das werde ich dann auf jeden Fall auch bis zum nächsten Mal, oder nicht bis zum nächsten Mal, aber irgendwann halt demnächst mal nachholen. So, wir dürfen wieder wegwerfen, nämlich einmal das. Und das. Und das war's. Wir kriegen noch das hier alles. Ich bin zu faul zum Vorlesen, weil das hier eine Menge war. Und wir haben ein neues Kostüm für Sia freigeschaltet, nämlich mit Maske, ohne Maske und ohne Hut. Ich glaube, Sia wird am Ende die meisten Kostüme haben, weil es bei ihr immer drei Variationen gibt von jedem Kostüm. Ohne Maske, ohne Hut und mit Maske. Ist auf jeden Fall immer sehr interessant. Und ich glaube, wir haben noch ganz, 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 ganz kurz Zeit. Und es gibt, glaube ich, auch noch eine relativ kurze Mission, denn hier oben, oder warte mal, vielleicht ist hier noch eine bessere, gemeinsam gegen den Feind. Nein, das dauert zu lang. Und hier haben wir Krabbelminen-Eskorte. Geht auch theoretisch schnell, aber ist Stufe 9, deswegen nein. Aber hier ist noch eine mit Link. Nämlich geteiltes Leid, ist zwar Stufe 8, aber es ist Link, deswegen passt es schon, aber wir müssen den Feuerstab nehmen. Und diesmal denke ich auch endlich mal dran, das Kostüm zu wechseln, ja unfassbar, oder? Denn ein neues Kostüm, das beim Twilight Princess DLC dazukam, ist der Briefträger aus Twilight Princess. Ach ja, wunderschön. So, können wir hier irgendwas machen, irgendwas Tolles? Ja, wir können mal tatsächlich Spezialangriff machen, weil Spezialangriff ist ja bei solchen Missionen mit geteiltes Leid nie verkehrt. Ganz im Gegenteil, das ist sogar relativ hilfreich. Das braucht er jetzt nicht in der Mission, aber Bomben und Bogen können wir mal machen. So, ich glaube empfohlen wurde für diese Mission nichts, oder? Nein, okay. Ja, den Zauberstab, und zwar hat er da schon einen guten... Ja, hat er Erfahrung und Materialbonus. Alles klar. So, also mit dem Masterschwert wäre das hier kein Problem. Und zwar überhaupt keins. Da müsste ich mich einfach nur in die... Oh, Entschuldigung. Da müsste ich mich einfach nur in die Ferne stellen und die ganze Zeit meine Klingen-Kombos machen. Also entweder die 1er oder die 2er-Kombo. Oder auch mal eine Wirbelattacke oder sonst was. Mit dem Magiestab wird es ein bisschen schwieriger. Ach ja. Ach ja, okay, und das habe ich mir fast schon gedacht.
dass wir jetzt bei einer Stufe 8 Mission 3 Dunkelzantos als Gegner haben. Wird also nicht ganz einfach. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Schaden wir denen machen. Ist ja ein Spezialangriffskrug. Nein, hier ist überhaupt kein Krug. Okay. Gibt es keine Krüge in den Missionen? Oder? Weil das ist jetzt schon ein bisschen komisch, dass da gar keiner ist. Und ja, hallo Kamera. Da war jetzt die Kamera ein bisschen komisch irgendwie. Will eigentlich der Dunkelzahn mal herkommen oder nicht? Anscheinend ja irgendwie nicht. Gut, dann muss halt ich kommen. Ich hoffe, der macht mir jetzt nicht 1 Million Schaden mit einer Attacke. Also man sollte... Da ist schon der zweite. Vielleicht ist es sogar gar nicht verkehrt, wenn ich jetzt den dritten auch noch herhole. Dann habe ich zwar 12 Zandos auf einmal, wenn es schlecht läuft, aber... Oh mein Gott. Wovon wurde ich denn jetzt getroffen? Von einem so Lappen? Das zieht mir auch 2 Herzen ab mit Link? Mann! Okay. Aber die werden sich ja... Also das Gute an diesen Missionen ist, selbst wenn die viele Leben haben und selbst wenn man die ihnen nur langsam abziehen kann, das ist nicht so schlimm. Weil sie teilen sich ja immer relativ schnell auf. Und dadurch, dass sie sich aufteilen, verlieren sie ja enorm viele ihrer Leben. Deswegen macht es nichts. Und hier sind insgesamt, glaube ich, 5 Magiekrüge. Deswegen nehme ich mir die mal. Ja, sogar mehr. Komm her, komm her, komm her. Okay. Und Magie. Yeah! So, damit müssen wir jetzt auf jeden Fall schaffen, dass sich zumindest einer von den beiden aufteilt. Ich mache auch jetzt nur meine Standard-Y-Kombo, weil die, glaube ich, am sichersten ist. Weil ganz am Ende kommt ja dann nochmal so eine coole Oh mein Gott. So eine coole Fernattacke. Ich glaube, alle anderen Kombos sind eher ungeeignet. Also, ja, die Dreier-Kombo mit dem Flammenwerfer ist vielleicht noch gar nicht so schlecht, aber... Ja, traue ich mich irgendwie nicht. Da ist das hier, glaube ich, sicherer, wenn ich einfach die ganz normale Kombo mache. Dort ist es besser. Aber wollen die sich jetzt mal aufteilen? Ich habe denen doch jetzt schon einiges an Schaden gemacht. Mann! Los jetzt! Die wollen... Die haben aber auch mega viele Leben. Also mit einem Treffer ziehe ich denen fast gar nichts ab. Okay, jetzt hat sich einer aufgeteilt. Also ich werde dann jetzt wohl gleich auch mehr auf Spezialangriffe setzen. Und auf Magie auch. So, zack. Ja, und in sie reinrennen. Spezialangriff. Ich hoffe, ich treffe sie, müsste ich aber. Ja, den hinteren habe ich nicht mal getroffen. Wow, okay. Und Spezialangriff. Okay, also die kleinen, also die jetzt zu 14, die könnten sogar schon relativ bald sterben. Und das tun sie sogar auch, das ist schön. Und jetzt kommt der dritte auch von oben so langsam. Okay, also jetzt wird es interessant. Und jetzt haben wir gleich 1 Milliarde Zantos als Gegner. Aber meinetwegen. Oh mein Gott, geh weg, geh weg, geh weg. Weich aus, weich aus. Spezialangriff. Trifft jetzt zwar nur die vorderen drei, aber ist nicht so schlimm. Das passt schon. Und zack. Beziehungsweise, nee, trifft er nicht. Der hat ja eine unendliche Reichweite, stimmt. Also das ist richtig, richtig cool an der Spezialattacke. Die kann ich von hier aus machen. Und ich treffe die trotzdem alle. Oder? Ja gut, nicht ganz. Ja, das war jetzt ein bisschen eine Verschwendung. Ich wollte es mal ausprobieren. Also so mega ultra unendlich weit geht es dann doch nicht. Aber es geht auf jeden Fall sehr, sehr weit. Und das ist schon cool. So, wenn die anderen jetzt wieder... Nein, 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 nein. Wenn die anderen jetzt wieder ein bisschen näher kommen, dann könnte ich die auch treffen. Ja, die wollen aber gerade nicht irgendwie herkommen. Ich kämpfe gerade nur gegen den einen, so ziemlich. Da ist jetzt noch einer. Ja, warte mal, dann lass ich mal die zwei in Ruhe. Weil hier sind jetzt gerade viel, viel mehr von denen. Und mach hier eine Spezialattacke. Das müsste nämlich die alle treffen. Oder? Bam, 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 bam. Yeah, und Level up. Sehr schön. Mehr Spezialangriff, das freut mich. Ich gehe jetzt auch mal nach oben. Weil die sind jetzt alle direkt vor mir. Und deswegen gibt es nochmal einen Spezialangriff. Das ist schon chillig immer in diesen Missionen. Einfach einen Spezialangriff nach dem nächsten. Und wir werden jetzt auch so unendlich viel Zeugs kriegen. Sowohl Materialien und Waffen und Erfahrungen. Ich sag's ja immer wieder. Ich muss jetzt aber ein bisschen aufpassen. Denn ich habe jetzt, glaube ich, schon 6 Herzen Schaden genommen. Ist jetzt noch nicht angsteinflößend viel, aber ich muss halt ein bisschen aufpassen. Und ich möchte gerne jetzt da unten die 3 töten, dass ich dann deutlich weniger Probleme habe. Denn die müssten jetzt alle sterben. Jetzt achtet mal rechts unten auf unsere Erfahrung. Boah. Die ist fast bis zur Hälfte nach oben gegangen. Cool. So, also da sind noch 2. Das war jetzt der gerade eben, der sich aufgeteilt hat. Also das sind jetzt die letzten 3 Zantos, die wir besiegen müssen. Ja gut, stimmt nicht ganz, weil die einen werden sich gleich wieder aufteilen. Aber ihr wisst, wie ich es meine. So, nochmal trinken. So. Und Spezialangriff. Und ich glaube, da oben müsste wieder genügend Magie rumliegen. War der Krug eigentlich gerade eben schon da? Vorhin war doch hier kein Krug, oder? Bin ich blöd? Ah ne, doch, hier sind so ein paar. Ah ne, das ist sogar ein gelber. Was? Das war ein gelber? Ist der auch gelb? Nee. Okay, das sah durch das Licht irgendwie total komisch aus. Keine Ahnung. Spezialangriff. So.
Also ich hätte gerne noch einen weiteren Spezialangriff, aber kriege ich hier leider nicht mehr her. Ich könnte jetzt noch in eine andere Festung gehen und einen suchen. Das ist mir aber auch zu blöd irgendwie. Machen wir jetzt einfach so. Aber wir kriegen ja sogar gleich wieder einen, wenn wir noch ein paar Mal... Nein, wenn wir noch ein paar Mal die treffen. Aber ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Ich greife jetzt auch lieber aus der Entfernung an, aus sicherer Entfernung an. Und zack, okay. Ja, jetzt kommt der eine wieder, ja. Und bam, sehr schön. Ich könnte jetzt auch noch hier die Magie nehmen. Nein, jetzt der Heiler. Nein, er hat die alle geheilt. Die waren doch kurz vorm... Ich hätte jetzt noch eine Spezialattacke machen müssen und dann wären die gestorben. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Jetzt hat er wieder volle Leben. Teilt es sich jetzt eigentlich nochmal auf oder nicht? Ich hoffe sogar jetzt tatsächlich, dass es sich aufteilt. Boah, ich bin so schlecht. Ich hoffe sogar tatsächlich, dass es sich aufteilt, weil wenn das nicht tut, muss ich dem jetzt die Leben mühsam komplett abziehen. Boah, ist... Ach. Ja, ich hätte ein bisschen besser auf den Heiler achten sollen. Ja, aber... Ey, komm, das war doch jetzt echt scheiße, oder? Ja. Oh Gott. Warum? Warum? Ich wollte noch so eine kurze Mission am Ende machen. Jetzt wird der Part dann wahrscheinlich wieder 40 Minuten oder so. Ich weiß nicht genau, wie lange er wird, weil ich ja geschnitten habe zwischendrin. Aber ich glaube, wir sind jetzt so bei 35 oder so. Vielleicht. Keine Ahnung. Teilen die sich jetzt wieder auf oder nicht? Also wenn die sich nicht wieder aufteilen, dann habe ich ein Problem. Weil dann muss ich denen jetzt komplett ihre Leben so abziehen. Hat der Transportsoldat eigentlich einen Forstkristall? Wenn ja, dann sollte ich den vielleicht... Oh mein Gott. Dann sollte ich den vielleicht mal besiegen. Aber ich treffe ihn ja eh schon immer so währenddessen. Deswegen passt es schon. Ja, ich weiß, es gibt auch hier wieder Spannenderes, als mir jetzt hier zuzuschauen. Aber was soll ich machen? Ja, das war jetzt echt dumm von mir. Ich muss in diesen Missionen ein bisschen besser auf den Heiler aufpassen. Der hat Magie. Lebt da unten eigentlich noch ein Xanto? Ah ne, der Heiler ist das. Ja gut. Weil den bringen wir jetzt auch mal um. Ich muss ein bisschen mehr auf die Heiler achten in dieser Mission, weil das hat mir, glaube ich, schon mal das Genick gebrochen. Also es war nicht so schlimm, als wir das schon mal hatten, den Fall. Aber da war es auf jeden Fall, naja, da war es auf jeden Fall auch nervig und das wird jetzt auch wieder kein Arang, weil ich einfach dumm und behindert bin. Und das ist echt richtig ärgerlich. Und es ist tatsächlich so, dass die sich nicht wieder aufteilen, die beiden. Das heißt, ich muss denen jetzt wirklich mühsam ihre Leben abziehen, was richtig, richtig scheiße ist. Deswegen bin ich tatsächlich am überlegen, ob ich das jetzt hier auch wieder schneiden soll. Und jetzt ist schon wieder ein neuer Heiler da. Ja, nee, ist klar. Ist das eine blöde Kacke hier? Ganz ehrlich, also das regt mir jetzt gerade enorm auf. Liegt hier jetzt noch genügend Magie rum, um das wieder aufzufüllen? Ja. Okay. Dann machen wir nochmal Magie. Und ja, das ist eh schon kein Arang mehr, deswegen kann ich jetzt auch so ein bisschen mehr in die Gegner reinrennen, damit es ein bisschen schneller geht. Das sind auch wieder viele kleine Gegner, um meinen Spezialangriff aufzufüllen und um auch meine Magie aufzufüllen. Und es ist gerade ein Bug. Das war jetzt mein erster Kill während dem... Hä, was? Warum kriege ich keine Kills? Ach, halten die so viel aus? Ich habe doch gerade eben voll viele von denen besiegt und es wurde nicht zu meinen Kills mit angerechnet. Hä? Okay, das war jetzt gerade irgendwie ein Bug, oder? Glaube ich. Ach, keine Ahnung. So, zack. Gott, wir hätten die Mission schon so vor Ewigkeiten abschließen können und wir hätten sie auch mit einem A-Rang abschließen können. Aber ich bin halt einfach dumm und behindert. Also, manchmal frage ich mich echt, wie man so viel Dummheit in einen Menschen packen kann wie bei mir. Ich habe mir halt gedacht, ja komm, den Heiler, den ignoriere ich, die sind ja jetzt eh gleich tot. Und das war ja auch der Fall. Wenn der Heiler die 10 Sekunden später geheilt hätte, dann wäre alles super gewesen. Dann wären wir jetzt schon ewig lang fertig. Aber nein, natürlich nicht. Und dass die sich halt wirklich auch nicht mehr aufteilen, ist so eine Scheiße. Das ist ultra nervig, weil ihr seht ja, das ist so viel schlimmer. Deswegen sind auch diese geteilte Leitmissionen überhaupt kein Problem, weil man denkt sich, ja, ich muss dem jetzt komplett seine Leben abziehen, aber selbst wenn das lange dauert wie hier, ist es im Prinzip kein Problem. Und wenn der jetzt, da ist schon wieder ein Heiler, aber wir haben es geschafft. Ach ja, war das nervig. Oh Mann. Aber wir kriegen zumindest viele, viele Materialien. Aber trotzdem, das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Das hätte echt nicht sein müssen.
Und jetzt könnte der Part, glaube ich, wirklich dann 40 Minuten lang werden. Ich weiß es nicht genau, aber ja. Das ist die Siegespose mit dem Postboten. Ich frage mich da teilweise, wie kommen denn die Entwickler auf sowas? Die haben sich gedacht, ja, okay, wir geben Link irgendein Kostüm aus einem Charakter aus Twilight Princess. Und dann hat der einer so die Idee, hey, den Postboten. Und alle, yay, den Postboten. Oder wie? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr komisch. Oh cool, ein neues Zepter der Seelen. Schattenfessel noch. Aber die werfen wir wieder weg. Und das, ja. Ja, komm, werfen auch weg. Brauchen wir nicht. Wir haben ein besseres. Okay, wir kriegen Xanthus-Helm einmal, 12-mal sein magisches Juwel und 6-mal Metallplatten. Gut, dann würde ich sagen, war es das für diesen Part von Let's Play Hyrule Warriors hier beim Twilight Princess DLC. Es lief nicht alles so optimal. Ich muss einiges wieder nachholen, aber ist ja nicht so schlimm. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, könnt ihr gerne noch einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch noch meinen Kanal abonnieren. Und hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es hier auf der Schattenkarte weitergehen wird. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.